Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Hunter Call of the Wild hier aus Steel Games Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind hier weiterhin auf dem Weg zu dem Verletzten oder Verwundeten. Ich habe den Namen vergessen. Ah, so, hier mal ein Bedürfnisgebiet entdeckt und andauernd schreit hier irgendwie in der Gegend rum. Das hat es ihm gerade schon getan, wo ich dann noch stand und gerade die andere Folge fertig gemacht habe. Gut, Zombie noch nicht, aber zumindest hochgeladen und geguckt. Da habe ich mal. Stand ich hier so sinnlos rum und dann hat mich immer irgendein Tier angeblöckt. Ich habe es aber nicht gesehen. Ich habe immer schnell mal reingeguckt ins Spiel und geguckt. Wo ist es denn? Aber, naja, gut. Also, wir sind auf der Suche nach dem Verwundeten und, ich meine, er heißt irgendwie Dimitri. Nee, Dimitri heißt er nicht. Günther heißt er. Der Günther. Ja, den suchen wir jetzt. Da haben wir dann auch so ungefähr einen Kilometer bis hin, bis wir zum verletzten Günther kommen. Da sollen wir nämlich Lost in Tiger, ist der irgendwo. Also, falls er dort nicht ist, ne? Hat sie ja gesagt, also, er hat noch ein zweites Lager, guckt da mal hin. Und wenn er da nicht ist, dann ist er wahrscheinlich verloren in der Tiger. Und ja, vielleicht werden wir dann irgendwann mal Spuren von Günther wiederfinden. Und oder er wird uns als Yeti in Erscheinung treten. So, wir als Rüdiger, nee, wie hieß er denn? Reinhold Messner, ne? Der ja der einzige doch lebende Mensch ist, der den Yeti jemals gesehen hat. Gut, kann auch daran liegen, dass er in den Spiegel geguckt hat. Weil er sieht ja selber so ein bisschen aus wie so ein Yeti. Aber, ja gut. Ne? Man kann aber auch erstmal behaupten, da war ein Yeti und nicht man selbst. Wobei die Yeti-Rolle, die, ich glaube, Rick Cavanian in den ganzen Filmen von Bully und bei Bully Parade mal gespielt hat. Das war eigentlich auch ganz gut aus schon mal. Das passte schon. So, im zweiten Lager, ich denke mal, wir gehen jetzt ein bisschen weg von den Tieren, nehme ich mal an. Hier ist auch ach, so ein Geäst und Gestrüpp. Ach, Mensch. Mal gut, dass ich da so einigermaßen dicke Klamotten anhabe, dass mich das nicht ganz so durchstört. Vielleicht hätte ich auch einfach bloß auf den Weg gehen sollen. Wäre natürlich auch eine Idee gewesen, aber. So. 800 Meter sind es noch. Also, er hat vorhin gesagt, die komplette Strecke, das sind 15 Minuten Fußmarsch. Ja, mal gucken, wie lange wir brauchen. 2 Minuten, 2,5 Minuten sind wir ja schon unterwegs. Dann gucken wir mal darüber. Und hier das Kiefern, das sieht schon gut aus, ne? Also, so eine Kiefer an sich. Wie sie die gebaut haben. Oder hier gebaut haben, sage ich schon hier. Also, darstellen und zeigen. Das sieht schon echt schick aus, das Spiel, ne? Also, es hat schon echt Qualitäten, was das angeht. Das muss man ja immer wieder, kann man immer wieder nur so behaupten. Also, das Macher von dem Spiel. Avalon Studios, glaube ich. Ja, weiß nicht, ob man es so ausspricht. Die geben sich da schon echt richtig Mühe. Den Original The Hunter fand ich schon krass, wie schön die Tiere dort aussahen und das Geweih und so. Was mir fehlt, muss ich ehrlich, also was mir wirklich fehlt, ist dieser Trophy-Shot. Also, ne, dass man da quasi, wenn man da ist, sich dann daneben noch positionieren kann und so weiter und so fort, das Geweih ablegen. Das ist etwas, was mir wirklich fehlt. Also da muss ich sagen, das hätte ich ganz gerne. Oh, jetzt gibt es wieder kurz Musik. Weil wir wieder eine Grenze überschritten haben, wo wir schon mal waren. Und klingt aber auch gut. Und aber das fehlt mir wirklich. Also so diesen typischen Trophy-Shot, dass man dann sagen kann, so, hey, guck mal hier, das habe ich gefunden oder geschossen, gefangen, wie auch immer, ne? Ein Tier macht so eine Geräusche, wenn es berümpftig ist. Oh, oh. Wie ist das Regen oder das knackt hier in den. Ist das der Frost, der so knackt? Oder ist das ein Tier, was hier rumläuft? Den tue ich nichts. Es knackt immer links und rechts auf dem Ohr, also. Kommt da nicht aus der Richtung. Wir sehen, tue ich da nichts, ne? So, jetzt gucken wir hier mal ganz kurz hoch. Wo dieses berünftige Rentier gerade war. Aber das könnte durchaus sein, dass das da hinten rumknackt, ne? Einen Moschus soll man noch nebenbei. Also, wenn wir ein Moschustier sehen, die andere Mission beinhaltet, dass wir ein Moschustier töten.
und verwerten. Nee, das kann kein Tier sein, was solche Geräusche macht. Also das wäre viel zu nah. Das ist wahrscheinlich hier das Eis oder sowas. Vom Fluss. Aber hier gehen durchaus Tiere drüber, ne? Also über den Fluss, wie man sieht. Aber wo jetzt genau dieses berühmte Tier hin ist, die ist erstmal nicht. Ich hoffe, wir brechen jetzt hier nicht ins Eis ein. Gucken wir in die Richtung nochmal, nach hinten. Da ist was, das ist ein Moschustier, ne? Männlich sogar. Verdammt weit weg von mir, ne? Daneben rennt noch ein Luchs rum. Einmal Meter eingestellt. Die Warden. Ah, falsche Taste. Getroffen. Am Vorderlauf. Ey, das wird eine fürchterliche Suche. Oh, ich habe auch mit der 1 geschossen, nicht mit der 2, ne? Ich habe nicht mit der Warden geschossen, nicht mit der 1 geschossen. Ach, du Grüne. Na, dann können wir jetzt laufen. Gut, also wir werden unseren lieben Günther jetzt erstmal nicht finden, weil wir jetzt den ganzen Weg, den wir gerade geschafft haben, eigentlich schon wieder zurücklaufen, um das Tier zu holen. Was wir da gerade angeschossen haben. Und wir haben es auch nicht gut getroffen. Da rennt auch noch der Luchs rum. Warten wir mal gleich. Mythisch. Ernsthaft? Mythisches Tier? Die Waffe, Mann. Ja. Wo der erste Schuss hinging, weiß ich nicht. Also der war auf jeden Fall weit daneben. Aber das ist ein mythisches Tier. Und dann müssen wir jetzt natürlich erstmal das andere Tier, das wir hier angeschossen haben. Da müsste ja jetzt hier irgendwo links vor uns irgendwie eine Schweißspur sein. Hier wurde irgendwo das Rentier angeschossen. Oder? Irgendwo eine Blutspur, eine Schweißspur. Hier hinten lang gehumpelt. Hm. Die ist erstmal nicht mehr. Oh. Okay, jetzt haben wir mehrere Wechsel gehabt. Hab. Hier hinten irgendwo war der mythische. Das erste mythische Tier, was ich erlegt habe. Muss ich dazu sagen. Da hinten liegt er, ich sehe ihn schon. Ja, aber eine lange Strecke. Ich glaube, das Rentier, das werden wir nicht wiederfinden. Ich hoffe, dass ich es wiederfinde. Uiuiuiuiui. So, den haben wir hier markiert. Ist der andere überhaupt tot? Scheinen beide tot zu sein. Also es ist unterschiedlich eingefärbt. Weiter oben. Wildschwein-Warnruf. Okay, das ist auch in der Nähe. Ah, das ist hier natürlich ein mythisches Tier. Tja, dann machen wir mal P-Mode, ne? Dann machen wir mal ein Foto von dem mythischen. Mirage ist ein Luchs. Huch, falsche Taste. Geh wieder aus. Profil bestätigen. Mythisch. Männlich. Gold. 903 Punkte. Ja, also, viel besser geht kaum, ne? Bis auf den einen Fehlschuss, den wir hatten, um ihn zu treffen, aber wir haben auch relativ... Ah, der andere ging drüber, ne? Okay. Wie viel weit war er weg? 262 Meter, ne? Ja, auf 300 Meter war es eingestellt. Wir gingen oben in die Wirbelsäule hinein und... Das erste mythische Tier. Eurasischer Luchs. Mythisch. So,
Annehmen. Danke. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, wo hier der. Warte mal nicht so, meckerig da oben. Wo wir hier den anderen angeschossen haben, den haben wir ja irgendwo. Der muss hier denn hier auch irgendwo liegen. Den haben wir ja uns eigentlich bloß im Vorderlauf geschossen, ne? Erstmal die Schweißspur finden, wo wir es angeschossen haben, aber das sieht ja auch aus, eher aus wie Luchsspuren, oder? Das ist ein Moschustier, was hier lang gedackelt ist. Okay. Gucken wir mal. Fleischhunde, gerade eben. Okay, das ist unser Moschustier, aber es ist halt nur eine Fleischhunde. Und dann mit der Kleinen geschossen, das kann natürlich Blutunggrad gering. Das kann jetzt eine hässliche Verfolgung werden. Blutungsgrad gering, 50 bis 75% Gesundheit noch. Ah, da liegt es anscheinend schon. Das Moschustier. Oh, das ist ja echt klein, ne? So, Geldbonus 54. Ja, das war keine großartige Leistung. Also der Ethikbonus ging schon daneben, weil ich mit der falschen Flinte drauf geschossen habe und dann wirklich bloß in den Vorderlauf. 9 Kilo. Ja, es war keine gute Leistung. Aber okay, wir haben es auch immerhin gefunden. Wir bekommen deswegen nicht Ärger und wir haben jetzt hier auch die Mission geschafft. Das hat auch immer 1000 Punkte extra gebracht. Hallo, mein Freund. Region, gibt es ein krankes Wildschwein? Kannst du dich um das Problem kümmern? Krankes Wildschwein kriegen wir auf jeden Fall. Ich muss noch mal gucken, will er denn das kranke Wildschwein haben? Oder brauche ich jetzt bloß einen. Oh, das ist aber ein großes Gebiet. Das ist aber ein ganz schön großes Gebiet, wo ich das kranke Wildschwein finden soll. Erlege ein Wildschwein und verwehre das. Also, ich muss bloß eins erlegen, aber in dem Gebiet. Das heißt, wenn die jetzt gerade da runterkommen, was mich da hinten die ganze Zeit angeschrien hat, ist das schon. Guck mal her. Da ist es doch schon. Unser Wildschwein. Der hat mich die ganze Zeit vorhin angeblöckt. Ja, dann komm mal näher, ne? Solange wie du näher kommst, werde ich auch nicht auf dich schießen. Haben wir denn dann? Dann haben wir ein Moschustier, einen Luchs und der einen Mythisch. Das ist natürlich auch schön. Den wir Mythisch haben. Wir könnten ihm jetzt durchaus einen in den Schädel braten. Wieder auf 150 Meter stellen, aber der ist näher dran, ne? Das gleiche 75 Meter dran. Relativ schnell unterwegs, sieht ihr mich? Der langsamer. Also mit der muss man mindestens da drauf halten. Auch nicht so weit. Danke. So. Den müssen wir nämlich, eigentlich müssen wir den auch in der Lunge gekriegt haben. Und dann haben wir das Wildschwein, dann haben wir die nächste Mission fertig, kriegen wir schon wieder extra Geld. Gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich hätte das, ich muss in dem mittleren Gebiet auch nochmal jagen gehen, also in dem amerikanischen Gebiet, da muss ich nochmal jagen gehen, da muss ich die ganze Mission machen. Oh. Das ist jetzt gerade noch in dem Gebiet oder ist das gerade außerhalb von dem Gebiet? Tödlicher Treffer gerade eben. Da sehen wir Blutungsgrad hoch. Trophäe bestätigen. Geldbonus 970. Silber. Oh, das war aber auch wieder noch schon wieder das Kapital, das fast. Immerhin 600 Punkte. Und haben eine Mission geschafft. Gewehrpunkte-Bonus. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch im Gebiet oder außerhalb des Gebietes was war. Ja, wir haben die Mission geschafft. Geldbonus nochmal 1000 extra. Sehr schön. Hallo, mein Freund. Ein Tierpräparator braucht einen Elch für das örtliche Museum. Bring uns ein Prachtexemplar. Annehmen. Erlegen Sie ein Elch. Ich wollte das gerade lesen. Erlegen Sie ein Elch und verwerten. Erziele einen Ethikbonus von mindestens 50%. Plus den Ethikbonus? Okay. Das heißt, beim Elch muss ich mit der, kann ich mit der 3er Flinte draufhalten. Also mit der 7 mm Flinte. Ich glaube, das ist dafür gedacht. Und ach, das kriegen wir hin. Wo muss ich den denn erholen? Ist das scheißegal oder gibt es da ein extra Gebiet? Scheint egal zu sein. Aber hier haben wir den Jagddruck schon ordentlich erhöht. Hier waren wir vorhin, da haben wir hier den Luchs und sowas geschossen und jetzt müssen wir uns mal dahin bewegen, da schnellstmöglich. Und falls uns ein Elch über den Weg läuft, müssen wir ihn leider töten. Elch ist, glaube ich, Flinte 3. Ich weiß nicht, ob ich oder Flinte 4.
Waffengattung 4. Moment, das können wir nachgucken. Dafür gibt es nämlich den Codex. Codex, genau. Und der sagt uns bei der Fauna, beim Elch, dass wir dort mit Waffenklasse 4 drauf schießen dürfen. Alles klar. Also da können wir die Rangemaster nehmen und können eben schön mit dem Rangemaster umnieten. Erlegen. Nicht umnieten. Wir wollen ja schon ein bisschen bei der Jägersprache bleiben. Wir werden uns jetzt hier aber erstmal durch die Tundra, nee, nicht Tundra, sondern Tiger ist es ja hier, weiterhin durchschlagen und ja, also wie gesagt, also den mythischen Lux, das wird mir natürlich in Erinnerung bleiben, dass ich das auch noch auf Band habe, finde ich ganz gut. Also, ja, der hat ja keinen Ort von sich gegeben und du hast ihn da einfach gehen sehen und wir haben ihn auch noch erlegen können und das auch aus einer gar nicht mal allzu nahen Entfernung, also ich bin immer noch hellauf begeistert von dem Abschuss. Gut, dass wir das Moschustier da so halb wund geschossen haben, das war nicht sehr schön, aber okay. Und dass wir dann auch noch gleich die Mission mit dem Wildschwein hinterher machen konnten, war natürlich fast optimal. Also da haben wir dann in dem Moment zwei Missionen und ein richtig schönes Tier mit einem Mal geschossen. Es wird natürlich umso schwerer, die Mission zu machen, wenn dann bestimmte... Bin ich hier oben alles langgelaufen? Rentiere gibt es hier oben. Rentiere. Ja, für das Moschustier muss ich natürlich dann die Pinkelton oder so hieß die, glaube ich, im Originalen, diese 232 mitnehmen. Ich glaube, die habe ich noch nicht mal gekauft. Oder habe ich die gekauft? Weiß ich gar nicht. Ich habe es auch mal mit dem Bogen versucht. War eigentlich auch relativ erfolgreich. Also ich habe die Fuchsjagd mit dem Bogen. Das habe ich sogar hingekriegt. Was war das? Achso. Muss ich zugeben, das war kompliziert und schwer, den Fuchs wirklich zu treffen. Und ich habe da auch wirklich mehrere Versuche gebraucht. Aber es hat geklappt nachher. Und ich habe nachher auch schon durchaus auf Rehe und anderes mit dem Pfeil geschossen, weil mit dem Pfeil, glaube ich, immer 100% Ethikbonus gekriegt hast. Ich glaube, ist da irgendwas aufgescheucht hier. Warte mal, da ist irgendwas Besonderes. Hier ist ein Ruheplatz. Ich glaube, da habe ich gerade welche aufgeweckt. Ich hoffe, keine Bären. Nicht, dass ich jetzt hier noch sterbe durch Bären. Also hier wohnt noch irgendwo einer. Ist irgendwo noch einer direkt vor mir. Gucken mal, was das hier ist. Rentier. Bavarischer Luchs. Ah, okay, so hört sich ein Luchs an. Wo kommt denn da? Kein tödlicher Treffer? Blutspritzer, tödlicher Treffer, gerade eben. Wollte ich wohl sagen. Blutspritzer, tödlicher Treffer. Blutungsgrad Mittel. Die Richtung. Da liegt's. Ich denke mal, das war jetzt ein Rentier, oder? Ein Elch hat ein ziemlich kleines Geweih gehabt, aber es war ziemlich groß, ne? Ein Rentier. So, dann machen wir hier mal auch. Fotomodus. Oh. Muss wieder aus. Das war ein Rentier, weiblich. Immerhin, na, knapp 500 Punkte. Effizienzbonus war nicht original. Also für die weiblichen gibt es halt keine Trophäenbonus und deswegen kann man beim weiblichen maximal 500 Punkte erreichen. Das Bronze ist trotzdem gewonnen. Okay, 492 Bronze. Okay. Gut, nehmen wir gerne hin. Haben wir geschafft. Noch ein Tier zu erlegen. Einen vierten Abschuss in der Folge. Also in der letzten Folge hatten wir schon 3 Abschüsse. Jetzt haben wir 4 Abschüsse. Ja. Gut, also wer in diesem Spiel hier nicht Abschüsse macht, der sowieso, das ist, ja. Also es ist einfacher geworden als das Original The Hunter.
Braunbär. Oh, hier rennen wieder Braunbären rum. Also im Original The Hunter ist man wirklich manchmal auch eine Stunde durch die Gegend gekantet und gehechtet und hat versucht, irgendwelche Tiere zu treffen und hat keine gesehen. Also hier ist man, ist wirklich, also die Tierbevölkerung ist sehr stark. Wir werden diese 300 Meter jetzt hier noch zurücklegen in der morgigen Folge. Nein, ich mache das jetzt noch schnell. 300 Meter, das laufen wir jetzt noch fix ab. Lass uns jetzt auch nicht mehr ablenken von irgendwie, es sei denn, der Braunbär greift uns an. Das Lager möchte ich noch erkunden, weil ich muss nach dieser Runde quasi das Spiel kurz beenden oder beenden, weil ich noch andere Termine heute habe und deswegen ich dann wieder bis hier hinten herlaufen muss, mache ich das jetzt schnell mit euch, denn dauert die Folge halt 25 Minuten statt nur 20 Minuten. Ja. Ist dann halt so. Ne? Jo. 150 Meter noch. Guck an, ja, jetzt schön im Dauerlauf, da geht was. Was kann ich? Messer hat man nicht, ne? Nee. Vielleicht rennt man ja mit Messer in der Hand ein bisschen schneller. Kann ja sein. Da sind es nur noch knapp 100 Meter bis in der Mitte von diesem Lager, was wir da suchen müssen. Irgendein Lager müssen wir da finden. Das könnte auch noch interessant werden, wo das denn ist, ne? Das wird wahrscheinlich nicht genau in der Mitte sein. Von dem Gebiet. Sind wir erstmal da. Wir suchen verzweifelt das Lager. Meine Fußstapfen jetzt hier gewesen? Wildschweine sind hier noch gelaufen. So, jetzt sind wir erstmal an dem Punkt angekommen hier. Map, dann müssen wir mal. Missionsliste. Wir sollen der Verwundete. Mission folgen. So. Nochmal Map gucken. Dann müssen wir das mal hier kurz rein rauszoomen. Na? Hier zu Günthers Lager. Okay, also das muss ja jetzt hier irgendwo in der Nähe sein. Das kann ja jetzt gar nicht mehr so weit weg sein. Ha! Still no Günther. Hier zu Günthers zweitem Lager. Immer für Günther, jetzt machen wir so einen Durak. Interagieren. Günthers Tagebuch. Alanina, ich bereue es, langsam bei dieser Expedition geblieben zu sein. Meine Hunter-Mate ist kaputt gegangen. Ich Länder war ein Unfall geworden. Sturm aus dem Glück. Even though he made some terribly foolish mistakes. Now he's sick and he's out there all alone and who knows what he's getting up to. We need to find him. We need to find him. Okay, also, er bereut es, dass er da war. Sein Auto ist kaputt gegangen und er hat jetzt nichts mehr zu essen. Du weißt, ich bin ein schlechter Jäger. Was für ein Glück, am Fluss habe ich ein Moschustier gefunden, frisch eingefroren. Was für ein Wunder, dank dem Fleisch lebe ich noch. Jetzt muss ich gesund werden und schrecklichen Hustenfieber, keine Medikamente. Ich werde ein Moschustier mitnehmen und tragen und in einem Basislager. Was? Machen wir nicht schwach. Erlege das verwundete Rentier und verwerte es. Nehmen wir an. Um diese Schreine. Rentier wird es sich genau um das Verwundete halten. Handeln. Anderes. Das ist genau der Moment. Ne? Nachladen, nachdem man geschossen hat, damit man beim nächsten Schuss die Möglichkeit hat, gleich zu schießen. Tödlicher Treffer gerade eben. Weiß nicht, ob es das ist. Aber das war das nächste Rentier, was ich hier gefunden habe. Und verwerte es. Ziel abgeschlossen. Alles klar, okay, das war es. Weiblich 333. Ethik-Effizienzbonus gibt es gar keinen mehr.
service. The local director, Dimi Pushkin, asked for info, and being a state representative, gut. I had to give it to him. Aber das war jetzt erstmal. Jetzt sieht mir da immer noch ein. But keeping the state happy makes it easier for our expedition, so don't ignore him. Auf Günthers Spuren. Folge Günthers Spuren und versuche ihn einzuholen. Annehmen. Svetlana hat auch noch eine Idee für mich. Okay. That's not conclusive. But if Gunther is out there with a firearm, we have to find him before more animals get hurt. Or before he hurts himself. Da soll man Fischerei doch fotografieren, okay. Und hier sollen wir, das ist Karte, Moment, Missionsliste auf Günthers Spuren. Und folgen. Tab. Map. So. Wo sind Günthers Spuren? Und das später. Ah ja, okay. Also hier müssen wir irgendwo Günthers Spuren finden und dann ihn verfolgen und einholen. Aber wir werden jetzt an dieser Stelle hier die Folge beenden und ich werde dann wieder hierhin zurückgehen und dann von dort aus Günther hierhin verfolgen und einholen und ähnliches. Wie sieht's aus mit unserem Jäger eigentlich? Da müssten wir doch jetzt eigentlich schon. Achso, wir könnten noch einen Vorteil machen. Ah ja, das machen wir alles am Anfang der nächsten Folge. Die Profikarte Level 23. Gut, da brauchen wir noch 2000 Punkte. Das ist noch ein bisschen hin. So, warum hat er das Ding im Anschlag? Mensch, Skinners. Also, in diesem Sinne, das war eine Folge. Amor, wollte ich schon wieder sagen. Mann, jetzt fahren wir hier nicht mit dem Panzer. Das war eine Folge The Hunter Call of the Wild hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen.